Das stimmt. Na. Ja, wie, die Frage ist, wie vielstellig ist der PIN? Schau, Vierstellig. 2.4.98. Oder 2008. 0408, ich probiere mal 0408. Warum 08? 4.8. 4.2008. Nein. 0486. 22 Das kann Jahre. auch sein. Bist du sicher, dass er vierstellig ist? Ja. Oder? Wie ist das Datum vom Was? 02 04 0 8. 0, nein, 02 04 86 haben wir gesagt. Genau. Ah, jetzt geht's auf einmal weiter. Ha, aber ich bin gut. Ich hab's im Endeffekt habe ich die Lösung rausgehabt. Es war nur noch die Zusammenstellung. Scheint eine Art Tagebuch zu sein. Na, ich mag. Na, jetzt darfst du lesen. Ich habe vorher gelesen. Erste Analysen haben die Ergebnisse meiner Kollegen bestätigt. Neben einem sonderbaren Virenbefall wurden bei der von uns in Bosumtwi entdeckten Seeschnecke tatsächlich körpereigene Chlorplasten gefunden. Verblüffend ist, dass ihr Genom Merkmale der Gattung Elysia aufweist, die normalerweise nicht in Süßwasser vorkommt. Diese wiederum wirft die Frage auf, ob die Schnecke ursprünglich vielleicht gar nicht in dem See beheimatet war, sondern dort eingedrungen ist. Offensichtlich ist die Schnecke innerhalb von nur wenigen Entwicklungsstufen einer Symbiose mit einer im Bosumtwi vorkommenden Süßwasseralge eingegangen. Teile des Genoms der noch nicht klassifizierten Alge haben sich dabei in das Erbgut der Schnecke integriert und sind und sie überlebensfähig gemacht. Klingt vielversprechend. Das will Viren, ich die aber für nicht alles lesen. Evolutionssprünge verantwortlich sind. Ja, ich Die aber auch. Story wäre eine absolute Sensation. Ja, ich lese es noch. Erster Tag. Dieser Vorgang ist für seine Ausprägung einzigartig und wirft ein völlig neues Licht auf die Bedingungen für evolutionäre Vorgänge. Seit so vielen Jahren verfolge ich meine Theorie über den Einfluss von Viren auf die Veränderungen des Genoms. Jetzt kann ich sie womöglich endlich beweisen. Also wolltest du Ja, jetzt oder was? Nein, ja. ich lese das dann nächste Seite kannst du. Kommen in diesen weitestgehend abgeschotteten Gewässern tatsächlich Viren vor, die die Veränderung des Genoms einer Spezies rasant vorantreiben? Liefert eventuell die Entstehungsgeschichte des Sees selbst die entscheidende Antwort auf die Existenz und die Herkunft dieser geheimnisvollen Viren? Sind sie überhaupt nicht irdischen Ursprungs, sondern stammen von Meteoriten, der den Bosumtwi, ist das ein Scheißname, erschaffen hat? Wurde in Krater. ähnlicher Weise sogar alle Evolutionsprozesse begünstigt oder gar eingeleitet? All diese Fragen werden uns in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen. Wenn ich meine Theorie beweisen kann, kommt das sicher in einem wissenschaftlichen Erdbeben gleich. Ob an diesen Spukgeschichten was dran ist? Erster Tag, Nachtrag. Einige merkwürdige Ereignisse zwingen mich, an dieser Stelle einen Nachtrag zu verfassen. Die einheimischen Expeditionsteilnehmer sind von einer unerklärlichen Unruhe und Sorge gepackt. Zwei Kollegen haben auf einem Erkundungsgang am nahegelegenen Seeufer, Säufer hätte ich es gegessen. Zwei Säufer. Am nahegelegenen Seeufer in der Abenddämmerung etwas gesehen, das ihnen einen furchtbaren Schrecken eingejagt hat. Wahrscheinlich hat ihr tief verwurzelter Glaube an eine alte Legende der Ashanti, der Wahrnehmung einer Mitarbeiter, was? Der Wahrnehmung einer Mitarbeiter einen bösen Streich Der gespielt. Wahrnehmung meiner Mitarbeiter Ja, einen eh. Bösen. Demnach treiben sich in den Bäumen über unseren Köpfen des Nachts vampirähnliche Wesen herum und halten nach menschlicher Beute Ausschau. Das hohe Maß des Aberglaubens irritierte mich. Letztendlich sah ich mich dazu veranlasst, einige Vorkehrungen für den Schutz des Lagers zu treffen, damit sich die Männer beruhigen. Wir haben Wachen eingeteilt und Bewegungssensoren installiert, die einen Alarm auslösen, wenn irgendwer oder irgendwas ins Lager eindringen sollte. Scheiße, womöglich sind die noch in der Nähe.
Ich sollte ab jetzt verdammt das kommt auch sein. Genau, ich habe auch zumindest zwei weiß ich jetzt, wo ich den Professor finde. Nicht. Fehlt nur noch ein Hinweis darauf, wo genau diese christliche Mission ist. Tag 2 in der Nacht. Wir sind überfallen worden. All die Sicherheitsmaßnahmen waren nutzlos. Sie kamen nach Einbruch der Dunkelheit völlig überraschend und lautlos. Wir konnten nichts tun. Diese roten Augen, die riesigen Zähne, ich werde den Anblick nie vergessen. Nur mit Mühe gelang es uns, sie zu verjagen. Leider zu spät für meinen engsten Mitarbeiter. Er wurde bei dem Angriff sehr schwer verwundet und benötigt dringend medizinische Versorgung. Hinzu kommt, dass alle Männer die Kontakt mit den Angreifern hatten, binnen kürzester Zeit grippeähnliche Symptome aufwiesen. Im Lager ist es nicht mehr sicher, deshalb werden wir sofort aufbrechen und versuchen, uns zur christlichen Mission, durchzuschlagen? Okay. Ich weiß, wie gefährlich es nachts im Dschungel ist, aber schlimmer kann es kaum noch werden. Und wir bleiben auf jeden Fall alle zusammen. Ich will hoffen, dass ich mit den gesunden Männern morgen bei Tageslicht zurückkehren und unsere Forschungsergebnisse sicherstellen kann. Dazu ist jetzt keine Zeit mehr. Sie kommen zurück. Gott möge uns beistehen. Na, eh klar. Keine Mails gespeichert und um welche ich muss zu senden das letzte oder vorlesen, zu empfangen, das meiste. Ich eine Internetverbindung. Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert. Aha. Toll, schöne Bilder. Die Karte des Lagers. Ja, das sind die Sensoren. Die haben wir jetzt aufgestellt. Ab und an muss auch der ambitionierteste Wissenschaftler mal abschalten können. Bin gespannt, auf welche Musik der Professor so steht. Ich auch. Ab und an muss auch der... Aha. Ohne Internet keine Vorhersage. Und wie das Wetter aktuell ist, sehe ich auch ohne Laptop. Oh, Mögen. Ja, so ist das Leben. Bevor ich ziellos durch den Dschungel irre, sollte ich herausfinden, was hier passiert ist und wohin die Wissenschaftler verschwunden sind. Das haben wir doch gerade. Die Kurbel fehlt. Okay, man kann es auch wieder hinauf. Ja, da hast du sie rechts. Weiter rechts. Was machst du? Eins noch da. Was? Ich will die Kurbel nicht. Ich überlege gerade, wie ich da weiterkommen soll. Ja. So, was ist mit den Ameisen? Das ist jetzt die Frage. Das werden wir gleich rausfinden. Nach dem Klo. Ups. Bin ich wieder. Wie können wir jetzt können wir die Katze da vertreiben? Ein paar Schmerztabletten sind noch übrig. Ich habe mir nämlich gleich nach dem Klo einen Leberkässcheiben geholt.
Also, schauen wir, ob wir uns den Ameisen da irgendwie widmen können. Ein Schlafsack. Nichts mehr drin. Okay, das bringt nichts. Bei der Brücke war ja auch nichts mehr, oder? Da war nur die Brücke. Seil, Brücke, Dschungel, was? Vielleicht noch weiter. Ja, das ist auch nicht. Da sind wir im Lager wieder. Jetzt sind alle Dinger da. Das Feuer brennt. Betreten ist hier nicht verboten, sondern einfach unmöglich. Warte mal. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Was haben wir jetzt eigentlich die Sensoren gemacht? Die sind Bewegungssensoren. Ja, und was haben die gemacht? Nix. Eben. Und auf der Karte im Computer haben wir irgendwas gesehen mit der Ausrichtung. Irgendwas müssen wir mit den Sensoren noch machen. Karte. Die Karte des Lagers. Schau. Tak, 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 90, 90, 90 Grad. Aber das hast du, glaube ich, falsch verstanden, weil... Dann nehmen wir mal einen. Und jetzt schaut er an. Ein Sensor mit einem Wirkung... Aha! Es sind verschiedene. Hast du doch gemerkt, wie? Ja, habe ich gerade gesagt. Nein, ob du das gemerkt hast, die wie? Die zwei sind anders. Die sind, was sind diese... 100... 70 Grad richtig. Oder so. Bevor ich ziehe. Ja, komm. Du musst du mich richtig reinstecken. Ich stecke immer mich. Richtig rein. Ja, genau. So. Auf dem Sensor. Dieser Sensor. 75 Grad, 120, 60, ein Sensor mit 90. Ma. Oh. Ma. 90 Grad ist auf jeden Fall rechter Winkel. Das ist auf jeden Fall das 60 Grad. Nein, das ist 90 Grad. Das ist nur das 60 Grad. 90. Nein, der ist 75 Grad. Der ist weniger. Na, der ist 90. Der ist 90, der rechte, der ganz oberste, der 48 hält 12, ist 90 Grad. Der rechte ist 75 Grad, der da ist mehr als 90 Grad, 110 oder was, und die sind noch mehr. Warte, der kleinste, danach, 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 danach. 1, 2, 3, 4, 5. Umso mehr Grad, umso weiter offen ist. Was? Das heißt, die 75 Grad sind die kleinsten. Das heißt, das ist der spitzeste. Das heißt, das ist der. Ja? Das ist einmal der 75er. 2, 3, 4, 5. Pass auf. Das da ist der 75 Grad. Auf dem Sensor, dieser Sensor. So, das ist einmal hundertprozentig. Ja. So. Der nächstgrößte ist. 90 Grad und da haben wir, glaube ich, zwei. Links oben. Dieser Sensor. 120, 90, 160, 90, 90, 90, 160, 120. Machen wir mal die zwei 90er jetzt. Das sind die rechten. Nein. Ich glaube, links oben und rechts oben. Die Karte des Lagers. Ja. Aber die gehen gleich, schau. Genau. Links unten ist dann der nächste. Und machen rechts wir nach unten der Reihe. Es verliert nichts davon. Wer war der 90er, der? Was haben wir da noch? 120 und 160. 120 und 160 haben wir da noch. Ja, und da gehört der andere her, ne? Der andere 90er. Chuck, chuck. Und die 120 und 160. Muss. Hundertprozentig. Der Sensor. Der Wirkungs. Ist das jetzt was? 120er. Genau, und rechts der 160er, weil der ist noch weiter auf. Der Sensor gehört auf das Stativ. So.
Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Online. Die Sensoren sind nun alle genau nach Plan platziert. Nicht nein. Online. Ach so, ich habe verstanden. Und nein. Aber was bringt uns das jetzt? Nur, dass die aktiv sind und dass die Bewegungen melden. Vielleicht können wir uns jetzt da einen Schlafplatz machen. Hüte, wenn dann. Hab ich schon geschaut, das geht nicht. Bevor ich ziellos. Fracht, können wir die Fracht. Ah, Kamera hast du nicht oder so, gell? Oh ja, warum? Na, vielleicht musst du die Kamera aufstellen und dann verschwinden und dann. Ja, komm, du Kitschi, gell? Gute Nacht, danke nochmal fürs Abo. Gute Nacht. Wurscht, du musst wieder rauffahren. Das denke ich. Die Sache habe ich doch bereits angekurbelt. Mach mal nicht. Gibt's bei der. Na, ja. Die Kamera auf die Küste. Auf die Küste, sage ich. Kiste. Und dann hochziehen vielleicht. Das habe ich schon, probiert. Schon. Na, auf die Lupe. Bin ich schon gewesen schon. Messer abschneiden vielleicht. Na geh bitte. Fast so lang. Kann ich die. Was kann. Oh, warte mal. In den Ampullen ist reiner Alkohol. Okay. Ja, in die Hütte kannst du nicht, vielleicht war es nicht. Musst du im anderen Lager drüben schlafen oder so? Oder? Ich probiere alles durch. Das ist das Leichteste. Achso, warte. Nein, Schlüssel brauchst du wahrscheinlich nicht mehr. Ja, gut, Seilwinde. Mit dem Bleistift, was werde ich mit dem Bleistift machen? Warte, da ist ein Spalt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Als ob ein Tornado durch die Hütte gefegt wäre. Ein umgekippter Metallspind scheint das einzige zu sein, das nicht zerbrochen oder zerquetscht worden ist. Ich passe. Da passen noch nicht mal meine zarten Fingerchen durch. Das Messer vielleicht. Messer. Messer, nicht Haken. Leider nichts Brauchbares in Reichweite des Hakens. Maßband, Bleistift. Noch einmal den Computer nach. Keine Mails gespeichert und um welche zu senden. Die Karte des Lagers. Eine Karte der Region südlich des Bosumtwe. Ah, das da im Westen muss die Mission sein, von der Hartmann in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Ahaha. Dann können wir jetzt gehen, wenn wir wissen. Es macht keinen Sinn, jetzt noch zur Mission aufzubrechen. Nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich mich nicht unbedingt allein im Dschungel rumtreiben. Ich verbringe die Nacht hier im Lager. Die Verfolgung der Wissenschaftler muss bis morgen warten. Aha, okay. So, fertig. Jetzt hau ich mich aufs Ohr und morgen früh folge ich der Gruppe dann zur Mission. Jetzt wird's gefressen in der Nacht von irgendeinem Viech. Ich würde nicht so offen liegen, wenn ich einen Schlafsack habe. Ich würde mich drunter legen und einsperren mit Karton und alles. Oder Bretter vorlegen oder so. Was ist das? Tiere? Gruselig, ich muss sie irgendwie vertreiben. Die roten Augen, was wir gelesen haben.
Ha ha ha.